Also wir fangen heute erst mit einer Mini-Atemübung an. Also ich habe selber yogamäßig auch alle möglichen verschiedenen Sachen gelernt. Die sind aber nach dem, was ich weiß, mir wieder zu angestrengt. Ein bisschen habe ich ja behalten. Also ich kann euch also in meiner eigenen Praxis behalten. Nicht nur kognitiv, sondern übernommen kann man das nennen. Also eins ist dieses Trompeter ausatmen. Das benutze ich auch den Tag über ab und zu, um mich selber abzubremsen, weil es auch so einen Ton macht und eben das Ausatmen verlangsamt. Das Flaschenatmen hatten wir schon gesagt. Also wäre gut, aber auch nicht forciert. Nur, dass ihr eben die Richtung wisst. Bauchatmung, Brustkasten, oberer Bereich und ausatmen andersrum. Irgendwann machen wir auch nochmal die 6 Zwerchfelllaute, aber heute nicht. Und die einzige Übung besteht da drin, jetzt für 3 Minuten reicht, einfach darauf zu achten, wie atme ich überhaupt. Ich weiß, diese Flaschenatemgeschichte wäre gut. Ein vollständiger Atem leuchtet einem auch ein, ist ganz gut. Aber wir sind hier auf dem Weg zur Entspannung. Das heißt, wir setzen nur die Intention, vollständiges Atmen wäre gut, und stellen eben ab und zu fest, wenn wir freier und vollständiger atmen können, und dadurch kommen wir in die richtige Richtung. Also wenn ihr diese merkwürdige Art schon mit uns zusammen gemacht habt ein paar Mal, dann stellt auch fest, dass dieser Ansatz ein anderer ist. Also dass das nicht so ein Schieben in die Leerrichtung ist, sondern es fällt leichter, immer dieses, wenn es positiv ist, festzustellen. Und eine positive Verstärkung führt mindestens 10 bis 100 Mal schneller zum Ergebnis als dieses, ich muss das jetzt lernen und es geht so und so und so weiter. Also dieses Schieben fabriziert quasi schon Probleme. Das Gegenteil von dem, wie man uns beigebracht hat, wie es gehen soll. Also, falls ihr selber noch mal nachgucken wollt, das Zauberwort heißt positive Verstärkung. Genau, da könnt ihr euch auch aussuchen, ob ihr in meinem komischen Gequatsche zuhören wollt oder lieber nur auf euren Atem achten. Also ich mache so einen 5 Minuten konfessionsfreien Talk am Anfang. Dann sitzen wir 20 Minuten in Stille. Also ich rede nichts, still ist hier trotzdem nicht. Und zum Schluss kann jeder nochmal lächeln, sagen, wie es ihr geht, oder eine Frage stellen. Und dann schließen wir mit 3-mal wunderbar oder sadhu ab. Mein Thema des Erzählens heute ist Kategorisieren. Kategorisierungsfehler heißt das bei kognitiven Verzerrungen. Diese kognitiven Verzerrungen heißen im Zen das Dickicht. Also all diese Vorstellungsgeschichten, ich habe das am Anfang
auch immer als Fehler, Kategorisierungsfehler quasi im Kopf gehabt, aber mir wird immer klarer, wir kommen um diesen Fehler nicht drum rum, aber wir müssen unsere Umwelt abstrahieren. Und das ist dann schon eine Vereinfachung. Und das geht eben so weit, dass sogar das Sehen, schon bevor wir uns dazu entscheiden, also all die Photonen, die auf die Netzhaut kommen, werden schon unterbewusst überhaupt kategorisiert in Formen und so weiter. Also das ist sehr, sehr tiefgehend. Es gibt da auch Versuche, der bekannteste ist zum Beispiel, dass Leute, glaube Basketball oder Volleyball glaube ich, spielen, und dann soll man den Volleyballspielern zuschauen, wo der Ball halt hingeht, wie oft die eine und die andere Mannschaft den Ball kriegen, und mittendrin rennt einer in einem Orang-Utan oder einem Gorilla-Kostüm quer durchs Bild. Und dann werden die Probanden gefragt, ne, erstens, wie oft hat die eine Mannschaft den Ball gehabt und habt ihr den Orang-Utan oder den Gorilla gesehen? Und den Gorilla sieht man echt nicht. Der rennt voll durchs Bild. Ne? Sieht man nicht, weil man sich darauf konzentriert. Das ist nur auf dem Monitor. Ne? Ganz klein. Und das ist quasi dann der Kategorisierungsfehler. Ne? Also man hat so ein Suchmuster und alles, was nicht drin vorkommt, nimmt man nicht wahr. Und gerade bei diesem Affenbeispiel ist es ganz krass, ne? Weil man selber dann erschreckt. Ne? Man sieht dann nachher das gleiche Video nochmal und denkt sich, wie kann das denn sein? Das ist ja riesengroß, der geht mitten durchs Bild, den habe ich nicht gesehen. Das kann doch gar nicht sein. Und das ist aber auch das Problem. Also das ist nicht nur, also wir brauchen das. Wir müssen abstrahieren, um irgendwie zu kommunizieren, uns in der Welt zurechtzufinden und so weiter. Es kann aber eben auch so eng werden, dass es die Realität so stark abstrahiert, dass wir uns selber im Wege stehen. Ein anderes Beispiel, ich will die Ärzte nicht schlecht machen, aber daher kommt das. Auch, soweit ich weiß, gibt es auch alle 2-3 Jahre so einen Ärztebericht über Fehldiagnosen, und viele dieser Fehldiagnosen sind Kategorisierungsfehler. Also der Arzt hat nur begrenzt Zeit für jeden Patienten, also ich möchte den auch in Schutz nehmen. Ja, das ist nicht nur bei den Ärzten so, das ist bei allen auch so. Der hat ein bestimmtes Repertoire an Diagnosemöglichkeiten, also an Fallbeispielen, an Krankheiten. Und schnell passiert es, dass eine Diagnose frühzeitig gestellt wird und dann kommt jemand in eine Kategorie, wo er eigentlich nicht reingehört. Also der ist gar nicht so krank. Der wird aber so behandelt und läuft dann den kompletten Kram durch. Das ist aber nicht, wie gesagt, ich will die Ärzte nicht schlecht machen. Die haben genug Sorgen selber. Das gibt es eben überall. Wir sind davon nicht frei. Und alles, was ich machen kann, ist mal darauf hinzuweisen, dass ihr selber einmal mitkriegt, ja, ich brauche das. Also die meditieren zum Beispiel und in ihrer Praxis schon mal zum Beispiel die Auflösung des Ichs, Anatta, bedingtes Entstehen und alles, was dazugehört, mal selber erlebt haben. Wissen, dass man in so einen Zustand kommen kann, der in allen Religionen Einheit mit Gott und so weiter genannt wird. Also eine sehr, sehr tolle Sache, wo man auch mitkriegt, es gibt noch so eine Beobachterebene, die auch sehr, da kommt die Weisheit her, die sehr, sehr wichtig ist, auch kultiviert zu werden. Also so ein Mikroabstand von aus dem Reizreaktionsmuster auszutreten. Da findet fast keine Bewertung statt, deswegen sage ich das. Und wenn man dann zurückkommt aus diesem Stadium, dann kann man auch einen kurzen Moment eben feststellen, hier fange ich jetzt an zu abstrahieren, muss ich auch, ist auch gut. Und im Alltag festzustellen, wann man selber Sachen ausschließt, weil sie nicht in unser Begriffsschema passen. Also dafür sensibel zu werden, ist ungeheuer wichtig, weil man dann aus Handlungsmustern rauskommt, weil feste Handlungsmuster sind damals gut gewesen, vielleicht im nächsten Moment noch, aber definitiv nicht mehr in der Zukunft. Also die müssen immer wieder angepasst werden und die tendieren zum
verhärten. Deswegen ist es gut, ab und zu darauf zu achten. Genug erzählen. Sitzen wir nicht für 30 Minuten, sondern für 20 in Stille. Ungefähr eine Minute vom Ende erinnere ich uns daran, die Frage zu stellen ohne Antwort. Wie immer, vom Groben zum Feinen, erst den Körper einrichten, zurechtrütteln, wie ihr das mögt. Freundlich zu euch, aufmerksam und gelassen. Und dann schaut zu, wie der Körper zur Ruhe kommt. Dann der Geist, bis nur noch der Körper vor sich atmet oder welcher Praxis ihr auch immer folgen mögt.
der nächsten hohen einmaligen Glocke ist Zeit für die antwortlose Frage, wie fühle ich mich jetzt? Oder wie liefen die letzten 19 Minuten? Ohne Antwort. Wunderbar. Ameisen. Unter anderem. Unter anderem, okay. Jetzt ist nochmal Zeit, ja, entweder zu lächeln oder eine Frage zu stellen oder über Unwohlsein zu klagen. Was war es? Ameisen? Sonne? Ah, ja, okay. Und auf der Seite war nicht gut? Okay. Ihr hattet auch irgendwas gesagt. Was? Ihr hattet auch frühzeitig angefangen, irgendwas zu erzählen? Ja, na, weil ja, es ist halt Natur, wo wir sitzen. Müssen wir mit klarkommen, aber das muss ich mich jetzt wieder sagen. Ja, ja, ja. Also ich habe auch einmal im Ameisenhaufen gesessen. Und haben Sie dich gebissen? Ja, das erste Mal ja. Ja, ja, ja. Aber also das letzte Mal am Mittwoch. Da saß ich zwischen zwei Ameisenhaufen. Und die, also diese großen und die kleinen. Ja, super. Und die rannten aber an mir vorbei. Hm, komisch. Dann hast du nicht genau im Weg gesessen. Doch, doch, die sind quasi links und rechts an mir vorbeigerannt. Keine Ahnung. Ja, hier, die rennen auch an mir vorbei. Mich macht es trotzdem unruhig. Weil ich weiß, wie unangenehm die Bisse sind. Das ist schon allein die Vorstellung. Ja, aber da, also... Auch fies, dass die keine... Also keine Haufen machen, die man erkennen kann? Ja. Ja, okay. Naja, okay. Nee, aber also so wie der Boden uneben ist und man beim Gehen darauf achten muss, wie ich meinen Fuß ablege, so ist das hier draußen mit, also wenn ich das kenne mit den Ameisen, dann suche ich mir einen Platz aus, wo ich nicht mitten im Weg sitze. Ja. Aber wenn ich dann weiß, ich habe alles vorbereitet und wie du sagst, alleine die Vorstellung, gebissen zu werden, also das zu betrachten ist ungeheuer wichtig, weil solche Sachen sind eigentlich, also das ist dieser Mittelteil. Ne? Ich habe gesagt, wir können Ruhemeditation, autogenes Training und so, ist halt die Richtung, brauchen wir.
Ne, kann man eine eigene Sitzung machen, nur um ruhig zu werden und so, das einzutrainieren ist super. Die andere Richtung ist dieses Negativitätsprägungsding, ne, aus Urzeiten, dass man negative Geschichten 10-mal mehr bewertet, höher bewertet. Also müssen wir auch lernen, Liebe. Ne? Liebe kann man nie genug haben, ne? Aber eben nicht diese, also sich da auch drüber klar zu werden, was ist denn das? Also der kleine Bruder, der für mich immer besser ist, ist Freundlichkeit. Ne? Diese über alles Liebe, heißt Metta-Meditation, klappt bei mir aber nicht immer. Also aber zum Glück bei Nonnen und Mönchen auch nicht, also bei den Profis auch nicht immer. Aber dieses mit der Freundlichkeit müssen wir einüben. Ne? Also eine andere Sichtweise der Welt einzuüben durch diese blödsinnige Negativitätsprägung. Ne? Also einfach, dass man ein realistisches Bild ist, eben 10-mal hübscher, als wir das immer im Kopf haben. Ist so. Ne? Aber das Wichtigste ist mir eben diese Selbsterkenntnis, die hat viel mit Vipassana zu tun und das klingt erstmal so schwierig, ist aber genau das. Ne? Also bei sich selber festzustellen, wow, ich weiß, mich beißen die Ameisen nicht. Ich habe alles gemacht, dass sie das nicht tun. Aber die Vorstellung ist in meinem Kopf und ich muss da immer wieder drauf zurückkommen. Dann hast du so eine Schleife. Ah, ich bin entspannt, ist alles okay. Aber wenn die Ameisen kommen, ist immer wieder sowas. Und sowas bei sich selber festzustellen, das nenne ich Selbsterkenntnis. Und wenn man das auf viele, es hat viele verschiedene Aspekte. Und je mehr man das bei sich feststellt, umso gelassener kann man mit sich und den anderen werden. Und meiner Ansicht nach ist das, die Kategorisierung hatte ich ja, führt dazu, dass man leichter aus seinen Handlungsmustern und vorgefassten Meinungen austreten kann, ne, weil man da nicht mehr so stark drauf angewiesen ist. Ne. Und das halte ich für zentral wichtig für unsere Zeit, die auf uns zukommen wird. Ich glaube, wir werden wieder in kleineren Einheiten, also so Stadtteileinheiten, mehr zusammenarbeiten müssen. Also wenn es nur das ist, hier wieder vor Ort mehr Gemüse anzubauen und das unter der Bevölkerung zu verteilen. Trinkwasser ist knapp, wie machen wir das? Also wir werden in Zukunft mehr rein administrativ, mehr auf so einer Ebene zu tun haben. Und wenn man näher kommunikativ abhängig ist, auch auf der Arbeit, ist es gut, wenn jeder seinen eigenen Müll entsorgt hat, seinen geistigen. Ja, weil meistens die meisten Probleme sind wirklich die, die man mit sich rumschleppt. Ja. Genug. Jetzt noch dreimal unser wunderbar auf Sanskrit, was anderes meinen wir nicht, unser Sadhu. Zusammen machen? Sadhu. 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 Ja, okay. Also wir haben das eine Zeit lang haben wir auch wunderbar gesagt. Ja, ja. Aber das ist zu lang. Also, dreimal Sadhu. 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 Danke. Wunderbar ist auch gut. Also wir haben. Ja. Ja, ja, ja. Aber wir haben das zum Abschluss wirklich schon getestet. Es ist zu eckig für uns. Ja. Ja, es ist abwärts. Wunderbar. Es ist nur so ein Sadhu. Geht nach oben. Ja? Genau. Genau, dass darum geht es, dass man wieder aus dem Sitz rauskommt. Ja. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können. Nicht umfallen.